Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es ein neues Somo-Review für euch. Heute geht es um den Blue Mint. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Blue Mint von Somo. Eine weitere Somo-Sorte bei uns, die hagelt es ja geradezu im Moment. Aber vielleicht ja aus ganz gutem Grund, hören wir gleich noch. Ja, Blue Mint, wir blenden euch jetzt erst den Kopfbau ein. Wir rauchen das Ganze in dem Hookah John/Somo-Funnel mit 4 One Nation Kohlen, ne? Alufolie drauf, der Sieb drauf und dann die Kohlen schön nach außen. Dann läuft das Ganze wunderbar. Schöne Feuchtigkeit seht ihr ja schon. Geht auf jeden Fall klar, perfekt für den Somo-Funnel geeignet. Ne? Man könnte behaupten, der Kopf ist gut für den Tabak, ne? von Somo. Ja, passt auf jeden Fall, geht klar. 16,90 € kostet euch die Dose, beziehungsweise haben wir ja einen 20-Gramm-Shot von den Jungs bekommen. Finde ich ziemlich geil, diese Selection Line. Können wir vielleicht auch gerade noch um 2-3 Worte zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Bei der Selection Line habt ihr 10 verschiedene Sorten mit 20 Gramm, jeweils von der Line. Also es gibt die Strong Line, die Word Line und noch eine Line, weiß ich gerade nicht den Namen, ich glaube die normale halt. Finde ich ganz geil, um die Sorten mal durchzuprobieren und so können auch wir uns jetzt ganz gut durchprobieren. Ja, dran riechen, Geruch und so und Wolken könnt ihr euch angucken, aber ich glaube, die sind gerade brutal. Ja, bei Blaubeere Minze auf jeden Fall ist die Blaubeere definitiv am Start, aber trotzdem, die Minze überwiegt ein wenig, also ist auf jeden Fall deutlich frischer als andere Blaubeere-Minze-Sorten. Es ist eher so, würde ich sagen, so 40-60, also 40 Blaubeere, 60 Minze. Ist auf jeden Fall schon eine stärkere Minze, gefällt mir aber ziemlich gut und riecht auch dementsprechend gut. Von daher auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen auf jeden Fall da. 60% Minze? Finde ich schon. Also ich finde, er riecht schon sehr, sehr minzig auf jeden Fall, aber 60% würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich würde vielleicht eher sagen 60% Blaubeere und 40% Minze, was auch schon relativ krass ist für so eine Mixsorte. Er riecht auf jeden Fall sehr, sehr frisch und nach einer extrem künstlich parfümigen Blaubeere, was mich im ersten Moment so ein bisschen abgeschreckt hat, weil es gibt zwar keine ultimativ natürliche Blaubeere im Shisha-Bereich, aber der riecht schon wirklich verdammt künstlich, was ich an sich nicht so geil finde. Und gerade diese parfümige Note, die dabei ist, eher nicht so meins. Vom Geruch her eher einer der schlechteren Somos. Aber auf jeden Fall nicht so schlimm, dass ich sagen würde, nee, den will ich gar nicht erst probieren. Beim Geschmack, und ich mache auch direkt weiter, sieht das sehr, sehr ähnlich aus bei mir. Es ist kein schlechter Tabak, aber diese Blaubeernote ist einfach ziemlich parfümig und sagt mir jetzt nicht so krass zu. Für eine parfümige Blaubeere ist es aber gar nicht so verkehrt. Und wenn ihr einen Kumpel anmachen würde, fände ich das auf jeden Fall nicht schrecklich. Also ich würde den Kopf auf jeden Fall mitrauchen, gerade bei der Rauchentwicklung. Auf jeden Fall brutal. Aber ich weiß nicht, ob ich mir davon eine 200-Gramm-Dose holen würde. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass ich mir eine 200-Gramm-Dose holen würde. Ab und zu mal so ein 20-Gramm-Shot würde, glaube ich, klar gehen. Oder wie gesagt, bei einem Kumpel, falls der den feiert. Aber ja, normal mag ich eigentlich Blaubeere, aber der ist nicht so mein Fall. Ich greife da lieber zu anderen Blaubeersorten. Ja, wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist es, also ich habe ja gesagt, 60% Minze beim Geschmack, beim Geruch und beim Geschmack ist es genau umgedreht. Also dann ist es eher auf deiner Seite, dass wirklich mehr die Blaubeere und danach die Minze im Hintergrund mitschwingt. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ja, du hast auf jeden Fall recht, dass es eher so eine künstliche Blaubeere ist, aber man kennt die eigentlich auch gar nicht anders. Also ja, schon wenig, sehr künstlich. Ja, aber trotzdem wenig Tabaksorten haben so eine krasse Blaubeere-Minze, wo man sagen würde, Blaubeere-Note, wo man sagt, ja, okay, die könnte jetzt mal nicht künstlich sein, die könnte eher wirklich gut getroffen sein. Ja, parfümige Note ist auf jeden Fall da, das drückt ein bisschen so das Erlebnis, das Raucherlebnis. Finde aber trotzdem, dass er eigentlich ziemlich gut umgesetzt ist, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt sehr parfümig ist. Und ich würde auch theoretisch eher zu anderen Marken greifen, gerade wenn ich Blaubeere Minze rauchen will, weil ich da finde, ist diese künstliche parfümige Note nicht so heftig am Start. Gerade die parfümige. Ja. Und deshalb würde ich dem Tabak auch nur 7 Sterne geben, einfach weil mir diese parfümige Note nicht ganz so zusagt. Ich finde Blaubeere Minze eigentlich ziemlich geil und deshalb bin ich so ein bisschen
enttäuscht oder auch eher so, ja, so ein nüchternes Ergebnis, weil er könnte einfach weniger parfümig sein. Ja, ich habe dir schon mal, ne, entlüftet und so. Ja, sehe ich leider ganz genauso. Also diese parfümige Note stört mich ganz schön. Allerdings weiß ich nicht, wie ich dem dann noch 7 Sterne geben soll. Für mich ist das eher so 5 Sterne. So. Kann man mal machen, werde ich aber wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen, er ist gut umgesetzt, der Schnitt ist gut, Feuchtigkeit ist top, funktioniert super im Kopfbau, lässt sich super angenehm rauchen, Rauchentwicklung ist brutal. Das stimmt eigentlich alles, aber mich persönlich holt der Geschmack einfach nicht ab. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare packen, falls ihr den schon geraucht habt und ihr den geil findet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für manche Leute was brutal Gutes ist. Für mich ist er aber auf jeden Fall nichts, deswegen würde ich ihm die 5 Sterne geben. Ich würde sagen, wir einigen uns auf die 6, treffen uns in der Mitte. Ja, 6 Sterne für den Blue Mint von Somo. Leider eine der weniger guten Sorten von Somo, trotzdem sehr gut umgesetzt. Aber ja, langt leider nicht für mehr bei mir, deswegen die 6 Sterne insgesamt von der Shisha WG. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Tabak unten rein oder lasst mal eure Lieblingsblaubeer-Minz-Sorte oder Tabakmarke am Start. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.